mein Geliebter. Mein kleiner Louis, nun ist es vorbei. Wir werden uns nie mehr wiedersehen. Erinnere dich genau daran, so gut wie ich. Du wolltest keine Trennung und wärst mit allem einverstanden gewesen, nur damit wir zusammenbleiben können. Aber wir mussten uns trennen, damit du ein neues Leben beginnen kannst. Es war schwer, sich dagegen zu wehren, gegen unsere gemeinsame Zukunft. Nun leiden wir beide. Dies alles scheint mir wie ein schlechter Traum. Einige Monate lang wird es uns wehtun, bevor der Heilungsprozess einsetzen wird. Und erst dann werde ich dir wieder schreiben. Unsere einzige Verbindung. Ich küsse dich ein letztes Mal. Ich küsse dich liebevoll und sanft, mit einem sündenfreien Kuss, weil eine so weite Strecke uns trennt. Mein Geliebter, mein kleiner Louis, ich schreibe dir nun wieder, wie ich es versprochen habe. Es ist jetzt ein Jahr her, seit wir uns getrennt haben. Ich weiß, dass du mich nicht vergessen hast, dass wir immer noch miteinander verbunden sind. Und jedes Mal, wenn ich an dich denke, kann ich nicht anders, als deinen Schmerz noch immer zu spüren. Einmal habe ich versucht, mich zu erinnern, aber ich wusste nicht mehr, wie dein Gesicht aussah, als ich dich zum ersten Mal traf. Versuche es, und du wirst dich auch nicht an meins erinnern, als du mich zum ersten Mal sahst. Und du wirst verstehen, dass alles in dieser Welt sich uns langsam entzieht. In der Allee hat ein Sonnenstrahl fröhlich gespielt, und ich konnte ein Lächeln nicht zurückhalten. Ich fühle mich nicht mehr unglücklich, die Munterkeit ist zurückgekehrt, weil an jedem Tag der Morgen kommt. Die Sonnenstrahlen streicheln uns, man will sich ihnen anvertrauen. Das einfache Sonnenlicht ist voller Wohlwollen. Ich will, dass auch du immer öfter lächelst. Einfach so, dich freust über das Schöne im Leben und die Zukunft, die noch vor dir liegt. Die Jahre vergehen. 11 Jahre. Ich fuhr weit weg, kam zurück und ging wieder. Du hast jetzt natürlich ein Haus, mein lieber Louis, denn du bist inzwischen erwachsen geworden und hast eine Familie gegründet, der du so viel bedeutest. Ich stelle mir vor, dass dein Gesicht dicker und die Schultern breiter geworden sind. Deine Haare sind noch nicht grau und dein Gesicht strahlt noch immer, wenn ein Lächeln deine Lippen umspielt. Und ich? Ich werde dir nicht beschreiben, wie ich mich verändert habe und zu welch alter Frau ich geworden bin. Alt! Die Frauen altern schneller als die Männer, und wenn ich neben dir stünde, sähe ich aus wie deine Mutter, mit dem gleichen Ausdruck in den Augen, mit dem ich dich einst anschaute. Siehst du, wie recht wir hatten, uns rechtzeitig zu trennen? Jetzt haben wir ausgelitten und uns beruhigt. Mein lieber Louis, gestern haben wir uns getrennt und heute, an unserem Tisch sitzend, umgeben von unseren Sachen, schreibe ich dir diese 4 Briefe, die du in großen Zeitabständen bekommen wirst. Ich schreibe den letzten Brief bis zum Schluss und dann kommt das Ende. Mein Geliebter, wenn du noch am Leben bist, verzeihe mir, dass ich mir am Tag nach unserer Trennung das Leben genommen habe. Ich konnte nicht ohne dich leben und ich hätte es nicht geschafft, ohne dich zu sein. Das Wichtigste ist, dass es mir gelungen ist, dich mir zu entreißen und dies so sorgfältig und schonend zu machen,
dass es dich nicht verletzt. Ich will mich weiterhin um dich kümmern und dafür werde ich nach meinem Tod in deinem Herzen weiterleben. Es wird keine Trennung geben. Du würdest sie vielleicht nicht aushalten, weil die Trauer zu schmerzhaft wäre. Das ist alles. Ich werde nichts mehr hinzufügen, weil ich Angst davor habe, traurig zu werden und weil ich mich nicht wage, dir jene wahnsinnigen Träume zu gestehen, die man hat, wenn man liebt, wenn die Liebe groß und die Zärtlichkeit unendlich ist. Thank you.